Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 mit dem Alex. Ja, und wir stehen hier gerade, wie ihr noch seht, bei der Firma, wo wir in der letzten Folge, letzte Woche, etwas abgeladen haben. Und ja, ich möchte mal ein bisschen jetzt darüber reden, wie es jetzt in den nächsten Wochen hier weitergeht. Denn die Gamescom steht ja bevor. Ist heute, ja, in 3 Wochen quasi schon der Sonntag der Gamescom. Und wie das alles ablaufen wird. Ich habe aktuell keine Lieferung darüber. Ich muss auch auf jeden Fall mal tanken. Wir gucken erstmal gerade auf die Weltkarte. Ich gehe gleich weiter. Wir haben ja genug Zeit, also 20 Minuten halt wieder. Ich kann auch nicht länger machen, weil es dann bei uns Essen gibt. Bin auch heute wieder ein bisschen später dran. Wir haben jetzt gerade 19 Uhr, also wenn ich die Aufnahme anfange. Ja, und es liegt gerade auch noch Koop Season hoch, sorry dafür. Aber darauf komme ich auch nochmal gleich zu sprechen, warum das denn heute so ist, wie es ist. Und was ich im Moment gearbeitet habe, verbittert die letzten Tage. Wo ist eine Tanke? Hier ist eine Tanke. Okay. Heißt, wir werden uns jetzt erstmal einen Auftrag holen und wenn dann gucken, dass wir eine Tanke kriegen. Schaden haben wir. Danke, Schaden haben wir keinen. Moment. Doch, haben wir auch. Okay, wir suchen uns gleich erstmal einen Auftrag raus und dann go. Erstmal Auftragsangebote, Frachtmarkt. Wie gesagt, ich rede gleich weiter über die Themen, sobald ich am Fahren bin, wirklich. Boah, scheiße, ich habe das eine Fenster noch auf Kippe gelassen. Sorry dafür, jetzt hört man ein bisschen Flugzeuggeräusche ab und zu. Ja, wir wohnen ja, haben wir gesagt, ne, wisst ihr, im Umkreis von Frankfurt und, ja, Frankfurter Flughafen. Tschatsching. So. Machen wir das hier. Okay, jetzt erstmal müssen wir hier hoch gleich. Und müssen da mal kurz in die Werkstatt gehen und ein bisschen reparieren lassen. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Aschen, nicht so viel. 51.000 geht gerade so. Mein Plan war, glaube ich, dass ich erstmal alle Kredite ein bisschen abbezahle, ne? Den ich irgendwann mal vor Wochen... Oh, Linksfahrgebot, scheiße, fickt euch, Wix-Engländer. Sorry, Vollfeld-Check, gerade dass ich in England bin. Noch. So, hier ist die Werkstatt, ne? Oder? Moment, ist hier die Werkstatt? Ja, hier ist die Werkstatt. Okay. Ja, und dann kommen wir jetzt mal auf die Themen, die ich gerade angesprochen habe, ein bisschen zurück. Warum kamen die letzten Tage so wenig, die Videos alle so unpünktlich? Erstmal letzte Woche kamen die so unpünktlich, weil ich die immer, oder immer zu spät oder sowas, weil ich die immer erst am Tag vorher oder bis in die Nacht vorher geschnitten habe für den nächsten Tag. Und das ist halt immer extrem stressreich. Das wird wahrscheinlich diese Woche genauso passieren, von daher könnte es passieren, dass die Woche auch sehr viel noch zu spät kommt. Manche Videos sind auch schon geschnitten, von daher nicht alles wird zu spät kommen, aber ein paar Sachen auf jeden Fall wieder. Und sorry dafür nochmal, aber es liegt im Moment daran, dass ich irgendwie immer jedes Wochenende noch was anderes außer eigentlich aufnehmen zu tun habe. Und zwar jetzt habe ich noch für Varo eine Varo 3 Videoseite gemacht, wo man übersichtlich alle Videos sieht. Und ja, die Idee ist mir schon vorher gekommen, aber am Freitag habe ich erst genau mich darauf festgelegt, dass ich das mache. Dann hat Antonia mir geholfen, ganz viele Bilder zu machen dafür. Hat sie auch stundenlang dran gesessen, dafür auch nochmal danke. Und ja, so kommt irgendwie immer was dazwischen, was man noch irgendwie machen will. Und dann ist das immer so ein kleines Problem. Wenn da noch was dazwischen kommt. Und deswegen kam ich das Wochenende auch noch nicht großartig. Ich habe das Wochenende noch nichts, außer jetzt gestern habe ich mit Pierre halt Koop Season aufgenommen, die heute jetzt auch wieder viel zu spät kam und habe mit ihm Dings aufgenommen und habe mit ihm, Moment. Jo, läuft bei mir. Okay, jetzt können wir weiterfahren. Okay, cool. Also, wie gesagt, es geht jetzt darum, die Seite dürfte jetzt auch heute, also die ist jetzt schon online. Ich kann schon mal ein bisschen für Werbung machen. Und zwar heißt die varo3-videos.de. Sie funktioniert einigermaßen, es funktioniert schon fast alles, das Einzige, was es geht, nur noch ein paar Kleinigkeiten noch nicht, aber die werde ich heute noch fixen, das heißt, heute noch mal 1-2 Stunden und dann ist alles wunderbar, so wie es sein soll.
Und ja, ich muss alle Tode von heute und gestern ein bisschen nachtragen, deswegen dauert das auch noch ein bisschen. Also sie ist programmiert eigentlich schon fertig, aber ich muss halt die ganzen inhaltlichen Scheiß ein bisschen hinterherräumen, muss auch ein paar Videos aufräumen, die falsch eingelesen wurden. Das kann eh immer passieren, dass Videos falsch eingelesen werden. Ich werde auch zu der Seite nochmal ein extra Video machen. Denn ich bin da auch teilweise wahrscheinlich ein bisschen auf darauf angewiesen, dass Leute, die das Video sehen, die das sehen, ein bisschen quasi mir Feedback darauf geben. Und ja, halt mir dabei helfen, ein bisschen unterstützen, mir ein bisschen, wenn Videos nicht stimmen, da Informationen zu schicken. Also sagen zum Beispiel, hey yo, bei dem und dem Team ist ein Fehler, ist das falsche Video drin oder sowas. Deswegen gibt es auch die E-Mail-Adresse mail@varo3-videos.de. Und da könnt ihr mir eben hinschreiben, wenn irgendwas falsch eingelesen wurde, wenn irgendwie ein Video falsch drin ist und so weiter und so fort. Wenn es andere Bugs gibt, könnt ihr mir die alle da hinschreiben. Und ich kümmere mich dann darum. Wer tot ist, werde ich eigentlich immer selbst nachtragen, weil ich das, da gibt es ja ein paar Listen im Internet von, die ein paar Leute pflegen und daran werde ich mich einfach auch bedienen. Werde jetzt nicht, weil ich gucke es einfach auch selbst nicht bei allen. Und warum habe ich diese Seite überhaupt gemacht? Jetzt können einige sagen, hey, du willst hier damit ein bisschen Fame abstauben für deine eigenen YouTube-Kanäle. Natürlich nicht der Fall. Ich habe das vor allen Dingen, ich habe mir erst gedacht, nee, ich mach's doch nicht, weil ich keine Zeit dafür habe. Habe mir aber dann gedacht, Alter, Alex, wie verfolgst du das Projekt jetzt eigentlich? Ich habe zwar von den 60 Teilnehmern ungefähr, keine Ahnung, locker 15, 20 selbst schon abonniert gehabt, aber das ist trotzdem, meine Abo-Box ist dann teilweise, war am Samstag zum Beispiel, wo alle zur selben Uhrzeit veröffentlicht haben, so zugespammt, dass ich zum Teil auch, keine Ahnung, von Gommedy-Folge erstmal überhaupt gar nicht geschaut habe, bis irgendwann Samstag auf Sonntagnacht. Einfach aus dem Grund, weil es einfach zu voll gespammt war. Und dass man das Ganze quasi übersichtlich hat und nur noch links und rechts die Sicht einmal vom Partner und einmal, also einmal von dem einen Teampartner und einmal von dem anderen Teampartner direkt nebeneinander hat. Deswegen habe ich das quasi gemacht, die Seite. Und ja, das ist auch für mich eine geile Art und Weise, dann beide Sichten zu sehen. Und es ist extrem, was ich extrem stolz drauf bin, dass ich es mit dem Videoplayer noch so schön hingekriegt habe, dass das alles richtig, richtig cool gemacht ist eigentlich jetzt. Ich weiß, eigentlich stinkt, aber es ist, ja, es ist jetzt eigentlich perfekt. Die Videoplayer sind relativ groß. Man hat links und rechts, quasi so ein Videoplayer, wo man dann beide Sichten gleichzeitig sehen kann. Und man muss zwar einen selbst manuell muten, dazu kam ich jetzt nicht mehr, das einzuprogrammieren, weil ich hätte dafür alles umschmeißen müssen, aber egal. Und jetzt können wir eigentlich mal von Euro 3 wegkommen. Erstmal zum nächsten Thema, was wir auch in Coop-Season heute schon ein bisschen angesprochen hatten. Wir sind in Aterra. Das heißt, Aterra 4 habe ich jetzt, ich habe einfach durch Varo wieder dieses Bock auf diesen Nervenkitzel gehabt. Ich habe wieder gesehen, wie in der ersten Folge Leute sich fast in die Hose geschissen haben vor Schiss. Und an diesen Nervenkitzel-Moment konnte ich mich noch erinnern, wie wir ihn vor einem Jahr bei Aterra 1 hatten. Und ich will diesen Nervenkitzel-Moment auch mal wieder haben. Das ist richtig, richtig geil. Dieser Adrenalinstoß, wenn da so viele Leute mitmachen, das ist richtig, richtig cool. Und da muss man halt eben abwarten. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Aterra 4 dabei. Wir haben uns angemeldet. Auch Pierre macht wieder mit. Und auch wenn es vielleicht über die Gamescom geht, oder auch nicht, wissen wir nicht, werden wir trotzdem teilnehmen. Denn man muss höchstens, also man kann auch nur 4 Videos die Woche hochladen und erst, wenn man weniger als 4 Videos die Woche hochlädt, kassiert man Strikes. Das ist halt ganz angebracht, so können wir ein paar Videos ausfallen lassen über die Gamescom hinweg. Generell muss ich eh gucken, wenn das Projekt jetzt vorher starten sollte überhaupt, so viele Möglichkeiten gibt es für das Projekt ja nicht mehr, weil, das könnte jetzt noch an dem Samstag starten, also an dem kommenden Samstag starten. Dafür glaube ich aber, ist es zu knapp und da sind zu wenig Leute da, weil ich glaube, hier Squash, der Veranstalter, hat erst vor einer Woche angefangen, Leute zu suchen. Von daher glaube ich, dass es ein bisschen zu, ja, dass es ein bisschen zu unwahrscheinlich ist, dass es nächste Woche schon anfängt. Also am Samstag schon die erste Aufnahme ist oder irgendwann am Wochenende halt. Tank ist leer, geil. Geil. Ich wollte eigentlich auch, habe ich jetzt wirklich mich an der Tankstelle vorbeigefahren, weil ich habe mir ja so überlegt, ja, ich wäre im Ernst an dieser ersten Tankstelle hier, die gleich gekommen wäre, bei der ich bestimmt vorbeigefahren wäre, aber sehen wir davon ab. Ich stehe jetzt 50 Meter vor der Tankstelle und kann, verpisst, mit diesen scheiß Fliegen, ich hasse den Sommer. In 200 Metern ist der Service. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die man machen kann? Also man kann sich ja auch nicht zum Beispiel in der Werkstatt voll tanken lassen oder so. Man hat echt keine Möglichkeit, wenn der Tank leer ist, ne?
Man hat echt kaum eine Möglichkeit. Was ist, wenn ich jetzt so mache? Kann man irgendwie in der Werkstatt auftanken? Das ist jetzt die Möglichkeit. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist das Problem. Nee, das ist eben das Problem. Ich kann hier nicht irgendwie... Okay, ich konnte jetzt ein paar Kleinigkeiten reparieren lassen, aber ich kann nicht auftanken. Doch, jetzt habe ich wieder ein bisschen Tank bekommen. Geil. Okay, jetzt gucken wir mal kurz, wo wir sind. Wir sind in Manchester. Okay, wenn wir hier jetzt rausfahren, kommt bald eine Tanke. Von daher, wir sind wohl wieder ein bisschen quasi jetzt zurückgesetzt. Ich weiß es gar nicht. Oder sind wir... Nee, wir sind nur in die Stadt, in der Nähe eh schon waren. Okay, wir waren hier irgendwo. Das heißt, wir wurden nicht mehr so weit... Es war nicht mehr jetzt so ein Umweg. Und ich fange gerade richtig an zu schwitzen, weil hier natürlich die Softboxen an sind. Sorry dafür. Boah, wartet mal ganz kurz, Leute. Sommer, ich hasse dich. Und nee, und übrigens zu meinen Haaren, Leute. Ihr müsst die nur noch jetzt, die Woche und nächste Woche ertragen. Ich werde dann direkt am Montag wahrscheinlich, nächste Woche Montag wahrscheinlich, also morgen in der Woche direkt zum Friseur wahrscheinlich gehen, bevor ich die ganze Vorproduktion starte. Das heißt, ihr müsst euch das nicht die ganze Vorproduktion, den ganzen Gamescom lang anschauen. Okay, ich drehe lieber noch eine ganze Runde. Die Info für euch. Und ja, wie gesagt, ich schwitze ganz schön jetzt wieder bei den Softboxen, aber egal. Was hier wirklich stehen gibt, wir machen auf jeden Fall bei Aterra mit und ja, mal schauen, wie das wird. Und wann es halt, wie gesagt, startet, wissen wir selber nicht. Ja, wir warten einfach mal ab und werden das halt sehen, wie sich das Ganze ergibt. Und was kann man dazu noch sagen zu dem Thema? Was soll ich dazu gerade noch sagen? Ja, wir schauen, wie sich das Ganze ergibt und ja, freuen uns auf jeden Fall auf die Nervenkitzel wieder. Und es kann ja eigentlich nur am Samstag starten oder am Samstag in der Woche. Jetzt in ein paar Tagen, in 6 Tagen oder so, oder an dem Wochenende, sagen wir mal, wird es etwas unrealistisch und danach die Woche, das ist schon eher realistisch. Aber dann haben wir eigentlich gar keine Zeit mehr. Von daher müssen wir schauen, wie wir es... Von daher müssen wir vor allen Dingen schauen, wann das Projekt startet. Wenn es halt direkt am Gamescom-Wochenende startet, dann ist halt vorbei. Dann sind wir nicht dabei, weil, wir sind da auf der Gamescom. Und ich glaube aber ganz schön viele auch. Feldo ist ja auch auf der Gamescom und so weiter und so fort. Von daher, bei Feldo ist aber, glaube ich, nicht so schlimm, weil so eine Aufnahme ist meistens immer um 19 oder um 20 Uhr. Und Feldo wohnt ja relativ in der Nähe und fährt nach Hause jedes Mal von der Gamescom. Von daher, ja, egal, man wird es sehen, man wird es sehen. Weil ja Feldo und Budolfus auch zusammen mitmachen. Schlangenlinien fahren, nicer. Okay. Rot juckt mich nicht. Okay. Egal, wir denken an die Tankstelle und alles ist gut. Und jetzt mal weiter ein bisschen im Kontext. Wie sieht's denn aus mit der... Alter, das sieht richtig scheiße aus von dem Schwitzen. Egal. Ich sehe auch ein bisschen bleich aus. Irgendwie die Webcam-Einstellungen sind scheiße, waren sie auch heute bei Coop-Season. Ich hatte jetzt keine Zeit mehr, sie zu bearbeiten, weil eben die Folge eh schon zu spät ist. Ich muss die irgendwie mal komplett neu machen. Ich sehe total bleich aus, aber egal. Ich werde es irgendwann wieder hinkriegen, dass die Beleuchtung vernünftig ist. Mit dem Greenscreen funktioniert es eigentlich, aber... Also funktioniert es immer noch, aber... Wie gesagt, ich bin halt ein bisschen... bleich. Aber egal. Weiter... zum Thema, während wir versuchen, wieder auf die Straße zu kommen. Genau, wie wird es um die Gamescom rum aussehen? Also ich habe jetzt noch eine Woche, wo ich jetzt auch arbeite. Das heißt, ich arbeite noch 5 Tage, danach habe ich ja Urlaub. Und dann kommt, wie gesagt, die erste Woche, wo ich Urlaub habe, ist dann auch die eine Woche vor der Gamescom. Da werde ich alles vorproduzieren, was ich so brauche. Jetzt sieht es im Moment so aus, ich bin bei allem up-to-date, bei allen Singleplayer, bei allem, was ich alleine mache. Ich mache ja Ultimate Team Season, City Skylines, dann noch... Es sind auch viele andere Sachen geplant. Ich weiß nicht, ob es mit Against the Time diese Woche was wird. Obwohl es vielleicht mit einer absoluten Basic-Version könnte es was werden. Ich weiß nicht, wann ich das dann mache. Aber es werdet ihr dann sehen. Auf jeden Fall wird das Ganze bei mir so laufen, dass ich jetzt sage... Moment, ich gehe mal wieder auf die Straße. Auf jeden Fall wird das Ganze so aussehen, dass ich... dann jetzt diese Woche nur wieder für diese Woche produziere. Das heißt, jetzt jeden Abend wieder das produziere, was gerade gebraucht ist und wieder mega stressy wie letzte Woche. Und danach beginnt halt mein Urlaub und dann wird es für mich gechillter, weil eben... Boah, Alter, das regt mich richtig gerade auf, diese scheiß Haare, ey. Weil eben... Und das Problem ist halt, dass das so abgefuckt ist, dass ich schwitze. So, auf jeden Fall.
Was ich sagen wollte, jetzt mal abgesehen von meinen hässlichen Haaren, was ich sagen wollte, ist vor allen Dingen, dass, genau, wie geht's jetzt in der, wie geht's mit der Vorproduktion los? Also ich werde alle meine Sachen, wie gesagt, City Skylines, dann noch dieses eine Minecraft-Projekt, Against the Time wahrscheinlich dann, und die ganzen FIFA-Sachen werde ich alle vorproduzieren, dann in der ersten Woche, wo ich Urlaub habe, für die zweite und die dritte Gamescom-Woche und vielleicht sogar noch für eine Woche danach, also so 3-4 Wochen vorproduzieren. Mal schauen, wie gut ich das alles hinkriege, habe dafür ja eine Woche Zeit und muss aber auch noch alle Videos schneiden, muss noch, TTT gibt es auch noch zu schneiden und so weiter und so fort. Es gibt noch das One-on-One-PvP-Event, wo ich richtig geil auch bearbeiten werde, wo ich noch schneide. Und das ist halt auch so eine Sache, wie ich es nicht weiß, wie ich es machen soll. Wenn wir jetzt nämlich, wenn Aterra jetzt vorher starten sollte, vor der Gamescom, weiß ich nicht, wie ich das hinkriegen, also wie ich das machen soll mit dem One-on-One-Event. Ich kann zwar ein paar Tage ausfallen lassen bei Aterra, und dann das PvP-Event bringen. Aber eigentlich würde ich schon gerne das, wie ich es angekündigt habe, Mittwoch bis Sonntag das PvP-Event bringen. Nur wenn ich noch Aterra-Folgen bringe, ich will keine 2 Microviews am Tag releasen. Und muss man mal schauen, wie man es dann macht. Aber eigentlich ist das PvP-Event fest eingeplant. Und mir wäre es persönlich natürlich am liebsten, wenn Aterra erst nach der Gamescom startet. Aber darauf habe ich leider keinen Einfluss. Ja, da hat, glaube ich, sehr viele Leute auch teilnehmen, die überhaupt gar nicht zur Gamescom gehen. Beziehungsweise nicht zu Gamescom dürfen, als eher jüngeres. Weil letztes Jahr waren es extrem viele junge Leute. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Ja, auf jeden Fall werden wir mal schauen, wie das alles aussieht. Und ich habe die Tankstelle verfahren. Yay. Im Ernst, Alex? Ich habe die Tankstelle übersehen. Geil. Ah, ich kann mich auf nichts konzentrieren, ne? Wenn ich talke, dann fahre ich hier so, und dann ist mir das, da kommt gleich in die nächste Tankstelle, dann ist mir das so scheißegal, was ich gerade mache eigentlich. Ja, aber das war's quasi so zum Thema. Ich werde dann alles vorproduzieren, wie gesagt, und ja, wundert euch da nicht. Ich hoffe dann wirklich, dass nächste Woche auch etwas kühler hier ist, weil ihr seht ja, wie ich gerade, ja, so ein bisschen aufgehe hier in meinem Zimmer. Und ich hoffe dann nächste Woche ist es ein bisschen kühler, dann kann ich auch besser aufnehmen. Ich werde jetzt heute übrigens noch eine Folge, achso genau, zu Switch. Switch wird komplett vorproduziert sein. Wir sind, glaube ich, aktuell haben wir es, ich habe die Map jetzt gestern wieder bekommen von Feldo. Ich werde auch heute noch eine Folge drauf aufnehmen direkt, dass die weiter in Antonia geht. Dass wir, ich glaube, noch 1 oder 2 Durchläufe wollten wir erreichen, dass wir das auf jeden Fall noch hinkriegen. Und dann war es das Ganze auch. Also mit Switch ist es ja eh nicht so der große Stress. Ja, wie gesagt, meine ganzen Einzelsachen produziere ich alle vor. Ansonsten haben wir nicht mehr so großartig viel. Koop-Season ist ja bald raus. Da haben wir nur noch 2 Gameplays und dann hören wir auch damit auf. Also gibt es noch 2 Folgen Koop-Season oder 3, ich weiß es nicht. 2 sind es jetzt noch. Heute kam die eine, dann noch am Dienstag und am Donnerstag und dann war es das schon. Am Donnerstag kommt schon die letzte Folge Koop-Season. Und dann fliegt es auch raus. Dafür kommt halt nichts. Wie gesagt, es kommt weiterhin Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag. Meine Season und Ultimate Team, aber dann halt Dienstag, Donnerstag und Sonntag gar nichts. Und so wird quasi die Vorproduktion für die Gamescom dann laufen. Ja. Und Formel 1, wie gesagt, das ist das Einzige, was wir aktuell noch aufnehmen. Da haben wir jetzt gestern aufgenommen. Da haben wir jetzt gestern ein bisschen was aufgenommen. Und zwar sind es die Folgen, die ihr ab Samstag seht und auch wieder 3 dann. Also Samstag, Montag und Samstag, Mittwoch und Samstag. Und da werden wir auch noch 2 weitere Rennen aufnehmen, jetzt die nächsten 2 Wochen wahrscheinlich. Auch ganz normal, wir werden uns da samstags immer einrennen, jeden Samstag einrennen und da ist auch nicht so großartig Stress. Also Multiplayer-mäßig hatten wir schon in den letzten Jahren viel, viel mehr Stress, als wir es jetzt haben. Jetzt haben wir da wirklich überhaupt gar keinen Stress. Einzige, wo ich ein bisschen was zu tun habe, ist halt bei meinen Singleplayern und so. Und mit dem ganzen Schnitt. Aber ich hoffe halt, wie gesagt, meine Planung geht so weit, dass ich erstmal nur versuche für die Gamescom zu schneiden, also ich erstmal nur versuche, ich werde innerhalb der ersten Woche erstmal nur alles, also Montag bis Donnerstag plane ich eigentlich, oder Montag bis Mittwoch, plane ich erstmal, dass ich nur alles schneide, was, quasi noch direkt, dann notwendig ist für die Woche, und auch nur einzelmäßig das aufnehme, was dann direkt notwendig ist. Und ich quasi, also Montag bis Donnerstag fast gar nichts schneide, sondern fast eher nur aufnehme. Das heißt, jeden Tag nehme ich mir so ein großes Projekt vor, ein so ein 3-Stunden-Ding und dann ist gut. Oder vielleicht auch mal mehr, ich weiß nicht, wie ich es mache. Auf jeden Fall so Montag bis Mittwoch oder so hätte ich gerne alles vorproduziert.
Und dann kann ich nämlich ab Donnerstag anfangen zu schneiden und dann kommt TTT, One-on-One-Battle, alles möglich. Und dann habe ich noch bis Sonntag Zeit zum Schneiden, denn so ist meine Planung. Ich will bis Sonntag alles geschnitten haben, dass die Sachen dann rendern können. Und dass sie dann quasi ja rendern können und dass viele Sachen, viele Videos sind, wird es mit dem Rendern sehr, sehr lange dauern. Und dass ich die dann noch rechtzeitig hochladen kann, dass bis Mittwochabend der ganze Upload fertig ist. Ja, muss man mal schauen. Wie das Ganze dann aussieht. Das werden wir aber alles dann sehen. Das kriegt ja dann alles mit. Ich freue mich jetzt so langsam drauf. Die Vorfreude steigt. Ich habe meinen Urlaub jetzt. Ja, sein Urlaub ist vorbei. Haha. Mein Urlaub beginnt jetzt in der Woche. Also noch eine Woche arbeiten, dann beginnt mein Urlaub. Und darauf freue ich mich natürlich auch mega. Und ich habe die Tankstelle schon wieder vorbeigefahren. Ich bin so ein behindertes Stück Scheiße. Ey. Ich bin so dumm. Ich so immer... Ja, ich talk halt mit euch und dann ist so... Ja, Tankstellen. Ja gut, die brauche ich nicht. Wetten, ich bleib bald wieder liegen. Das ist einfach sowas von realistisch. Ja, wir haben noch ein bisschen Tank. Wir sind auch gleich bei der... wie heißt die Scheiße im Moment? Wie heißt das? Gleich bei der Überfahrt nach... wieder über die Inselüberfahrt. Wieder bei der Fähre, genau. Und da werden wir dann ein bisschen... da werden wir dann den Break machen zur heutigen... Von der heutigen Folge. Oder wie weit ist denn das? Boah, bremst doch nicht auf einmal so stark, Mann. Und da werden wir auf jeden Fall den Break machen. Vielleicht werden wir den Break auch schon vorher machen. Werden wir sehen. So. Ja, oder ich weiß nicht. Ich guck mal gerade, wie lang es noch ist. Moment. Boah, Alter, ich hasse dieses Schwitzen. Das geht so auf den Sack. Ach Gott, Leute. Ja, geht noch. Das fahren wir noch. Boah. Ja, ich glaube, man sieht wirklich übertrieben, wie ich schwitze. Sorry dafür. Wie gesagt, wenn es dann nächste Woche teilweise zu extrem wird, dann muss ich mir auch mal überlegen, ob ich nicht zwischendurch lieber mal die Facecam rauslasse. Aber ich finde, gerade bei so einem Talk-Format ist es wichtig, dass ihr mich auch seht, wenn ich rede. Ja, aber gut, das werden wir dann alles ja mitbekommen. Genau, was ich jetzt eigentlich schon noch nicht, überhaupt noch gar nicht drüber getalkt habe, ist, was passiert auf dem Alex Allerlei-Kanal? Da sind jetzt auch die letzten Tage schon wieder Folgen ausgefallen aufgrund der Knappheit und aufgrund des Varo-Sachen, was ich jetzt gemacht habe am Wochenende. Ich habe da, wie gesagt, noch Material, das werde ich auch alles noch releasen die nächsten Tage. Immer dann, wenn ich zum Schneiden komme, werde ich es releasen. Ich werde mich jetzt aber wahrscheinlich erstmal bald, wenn ich es hinkriege, erstmal an den... erstmal werde ich heute vielleicht noch eine Folge Bed Wars schneiden, eine Folge Bed Wars Gameplay schneiden, die dann morgen auf dem Alex Allerlei-Kanal kommt. Die eigentlich schon hätte heute kommen sollen oder schon gestern hätte kommen sollen. Und... Dann kommt am Dienstag kommt ja ganz normal die Folge mit Antonio und da setze ich mich halt, will ich mich halt eben auch mal ransetzen. Eigentlich will ich mich mir ransetzen und alle Folgen schneiden, die ich so habe. Allerdings sind das locker 7 oder sowas und mit Musik unterlegen und so weiter und so fort sitze ich da locker 3-4 Stunden. Und das kriege ich im Moment nicht so gut hin. Aber egal, das werden wir alles so sehen. Vielleicht werde ich es ja noch irgendwie hinkriegen und noch machen. Das sieht man alles in Zukunft. What the fuck, was fahre ich gerade für einen Scheiß zusammen? The fuck, Leute? Was zeigt der hier für einen Müll an? Bin ich da... Alter! Scheiß Insekten, ohne Scheiß. Ich hasse so Fliegen und so eine Kacke. Egal. Ich bin irgendwo falsch angefahren, weil ich hier am Talken bin. Ey, ohne Scheiß, das mit dem Talken ist echt abfuck. Mal gucken, wo wir abbiegen können. Wenn wir hier auf so einer Brücke sind, garantiert nicht. Von daher will ich eigentlich trotzdem jetzt schon mal die Folge beenden. Ich bin ja wieder übertrieben verpeilt hier gefahren. Das ist immer, wenn man so viel zu sagen hat wie ich gerade, ist es immer schwierig mit dem gleichzeitig noch vernünftig fahren und so ein Bullshit. Und vor allem, wenn man noch schwitzt und einem es die ganze Zeit auf die Eier geht, dass man so schwitzt. Geh mit auf die Eier mit irgendeiner Geschwindigkeitsüberschreitung. So, wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich hier drehen darf. Egal, ich werde jetzt mal speichern und dann war es das auch von der Folge. Die Folge ist schon wieder bei knapp 25 Minuten. Wie gesagt, mir tut es leid, dass es jetzt gerade so ist. Und mir tut es leid, dass ich gerade hier ein bisschen verpeilt gefahren bin. Aber ich glaube, die Informationen sind alle rübergekommen, wie es mit der Vorproduktion und den nächsten Wochen aussieht. Und mit den Projekten, die wir planen und so weiter und so fort. Und dass mich der Sommer abfuckt übrigens. Ich hoffe, das ist alles gut rübergekommen. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.